Frau Dr. Fee, es geht um die wichtigsten Neuerungen beim Betriebsrentenstärkungsgesetz. Was bedeutet das Gesetz denn überhaupt und seit wann gilt das? Das BASG, Betriebsrentenstärkungsgesetz, gilt ab dem 1. Januar 2018 und hat zum Ziel, die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung zu fördern. Zielgruppe für das Gesetz sind kleine und mittelständische Unternehmen sowie Arbeitnehmer mit unterdurchschnittlichem Einkommen bzw. Arbeitgeber, die Arbeitnehmer mit unterdurchschnittlichem Einkommen beschäftigen. Neben Änderungen im Steuerrecht gibt es vor allem im Arbeitsrecht weitreichende Neuerungen. Welche Neuerungen sind das genau? Die Welt der betrieblichen Altersversorgung wird künftig in zwei Bereiche eingeteilt. Einmal die altbekannte BAV-Garantiewelt, daneben eine neue Welt ohne Garantien. Diese neue Form der BAV steht allerdings nur dann zur Verfügung, wenn sie auch von den Tarifvertragsparteien, also klassischerweise Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, in Tarifverträgen umgesetzt wird. Man spricht deswegen auch von Tarifpartner- oder Sozialpartnerrente. Keine Garantien heißt, dass sowohl die Vertragswerte in der Anwartschaft als auch die laufenden Renten in der Leistungsphase sinken können. Man spricht hier von einer sogenannten Zielrente, die angestrebt wird. Weiterer Unterschied zwischen alter und neuer Welt ist, dass in der Nicht-Garantie-Welt nur reine Rentenleistungen möglich sind. Keine Kapitalleistungen und auch keine Kombinationen dieser beiden Leistungsformen. Diese neue Welt der BAV ist darüber hinaus begrenzt auf die Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds. Zu berücksichtigen ist allerdings, auch wenn beide Welten parallel nebeneinander existieren, dass der steuerfreie Dotierungsvolumen von 363 Einkommensteuergesetz wie auch die sozialabgabenfreien Beiträge im Rahmen von § 1 Absatz 1 Nummer 9 der Sozialversicherungsentgeltverordnung pro Person nur einmal genutzt werden können. Was sind die größten Änderungen in der bestehenden Garantiewelt? Nun, da ist zuallererst der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung von pauschal 15% in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds zu nennen. Dieser verpflichtende Zuschuss gilt für ab 2019 neu abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen und für den Bestand ab 2022. Tarifvertragliche Abweichungen sind hier allerdings möglich. Dann ist gerade für Fach- und Führungskräfte der Ausbau der § 3 Nummer 63 Förderung von 4% auf 8% der Beitragsbemessungsgrenze relevant. Der Aufstockungsbetrag von 1800 Euro entfällt allerdings dafür, den wir bisher kannten. Und sozialabgabenfrei bleiben nach wie vor nur in Anführungsstrichen 4% der BBG. Vereinfachungen gibt es auch bei sogenannten 40b-Verträgen, die pauschal besteuerte Direktversicherung oder Pensionskasse. Bisher war es so, dass man den Aufstockungsbetrag von 1800 Euro nicht nutzen konnte, wenn auch Beiträge pauschal besteuert wurden. Jetzt, ab dem 01.01.2018, ist es so, dass nur die tatsächlich pauschal besteuerten Beiträge vom Dotierungsvolumen des 363 Einkommensteuergesetz abgezogen werden. Daneben gibt es natürlich noch weitere Änderungen. Zum Beispiel wurde die Doppelverbeitragung bei der betrieblichen Riesterrente abgeschafft. Und es gibt eine neue Förderung, wie schon erwähnt, betreffend die BAV von Arbeitnehmern mit einem Einkommen bis zu 2200 Euro monatlich. Diese neue Förderung ist im § 100 Einkommensteuergesetz verankert. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, alle Änderungen auszuführen. Welche Herausforderungen ergeben sich durch den verpflichtenden 15% Zuschuss für Arbeitgeber? Arbeitgeber stehen aus meiner Sicht aktuell vor zwei Herausforderungen. Zum einen kann die zeitversetzte Zuschussregelung für Bestand und Neuverträge zu Unfrieden in der Belegschaft führen. Viele Arbeitgeber gewähren deshalb jetzt schon den Zuschuss für alle Entgeltumwandlungsvereinbarungen. Das macht sich insbesondere bei der Mitarbeitergewinnung positiv bemerkbar. Und auch Arbeitgeber, die in ihrem Betrieb für die Entgeltumwandlung die Durchführungswege Direktzusage oder Unterstützungskasse gewählt haben, sollten sich überlegen, ob sie nicht einen Zuschuss gewähren, auch wenn dies der Gesetzgeber nicht fordert für diese beiden Durchführungswege. Ja, und die zweite Herausforderung baut auf der ersten auf. Wenn ein Arbeitgeber einen Zuschuss gewährt, dann sollte dies auch alles klar geregelt sein. Hier kommt dann die sogenannte Versorgungsordnung ins Spiel. Können Sie genauer erläutern, was eine Versorgungsordnung ist und welche Vorteile sie dem Arbeitgeber bietet? Eine Versorgungsordnung regelt alle relevanten Merkmale einer betrieblichen Altersversorgung in einem Unternehmen. Also zum Beispiel, welcher Durchführungsweg und welcher Versorgungsträger wurden gewählt? Welche Leistungen sind zugesagt? Wie sind die Zuschussmodalitäten? Ein Arbeitgeber wird das so regeln wollen, wenn er jetzt schon einen Zuschuss gewährt,
dass er dann, wenn die gesetzliche Verpflichtung greift, die 15% nicht nochmal on top leisten muss. Darüber hinaus kann geregelt werden, wer die Arbeitnehmer in Sachen BAV berät. Und ein Arbeitgeber kann auch mit aufnehmen, wie er mit vom Vorarbeitgeber mitgebrachten BAV-Verträgen umgeht. Stichwort Portabilität. Wo bekommen Arbeitgeber so eine Versorgungsordnung her? Rein theoretisch kann sich jedes Unternehmen selber eine Versorgungsordnung erstellen. Sicherer ist es jedoch, einen Spezialisten zu beauftragen, der hier Erfahrung hat und der auch die Erlaubnis zur Erbringung dieser Rechtsdienstleistung besitzt. Im Rahmen eines Beratungsvertrags werden die Wünsche und Anforderungen besprochen, die Versorgungsordnung erstellt und dann gemäß Aufwand abgerechnet. Ja, Frau Dr. Federn, vielen Dank für das interessante Gespräch und die wertvollen Informationen. Sehr gerne. Und wenn Sie nähere Informationen wünschen, dann rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns über das Kontaktformular auf dieser Website.